feature. Nur stecken geblieben, ne? Nee, das ist nur hier. Guck mal, das leuchtet ja auch nicht mehr. Das ist nur vorübergehend. Mhm. Das passt ja. Oder hängen wir hier jetzt oder was? Das wäre ja geil. Ich lass mal. Ach so. Ja, super. Guck mal, wir sind nur ein Stück gefahren. Warte mal, hier gibt es doch bestimmt so ein Notding, oder? Hast du das alle gedrückt hier? Ja, da. Soll ich mal drücken? Hm. Nee. Ja, drück drauf hier. Notrufleitwarte. Wir melden uns gleich. Nee, nicht gleich melden. Notrufleitwarte. Wir melden uns gleich. Hör mal, wir stecken fest. Hier, Notrufleitwarte. Wir melden uns gleich. Ja, das ist wie voll die Verarsche, ne? Ich drück nochmal. Hallo? Was sagt man da? Hier, guck mal, da musst du die Nummer angeben von den Aufzug, an dem du bist. Guck mal, wie alt der auch ist, 1981, kein Wunder. Wir stecken in einen Aufzug fest, bitte, wir wollen hier raus. Das ist ja geil. Ey, ich wollte nur Kippen holen. Notrufleitwarte, unser Monteur ist unterwegs. Was ist denn das für ein Quatsch? Unser Monteur ist unterwegs, das ist ja geil. Notrufleitwarte, unser Monteur ist unterwegs. Schnell, Freunde, ich wollte nur Kippen holen. Das ist nichts Großes jetzt. Ich muss nur kurz raus. Sonst machen wir die Tür selber auf. Wollen wir mal selber auf, ne? Ja, komm, das schieben wir einfach, oder? Gibt's ja gar nicht. Gibt's ja gar nicht, oder? Wo musst du denn hin? Hast du eilig? Ne. Nur raus. Wenn's geht. Man, das ist ja bekloppt. Ich wollte echt nur Kippen holen. Jetzt fährt er doch gar nicht. Nicht, dass du der Fritz Egner bist und wir sind hier irgendwie nur eingesperrt. Das ist ein Witz. Geil. Sehr witzig. Hallo. Emma, oder reich mir, lieber Fritz Egner, reich mir kurz ein paar Kippen rein. Das ist alles. Ich habe hier auch das Geld. Ich habe gar nicht genug Geld. Was ist denn das jetzt hier, Mensch? Hallo? Bleib mal ganz ruhig, das ist schon cool. Immer. Die melden sich doch gleich, haben die doch gesagt. Hallo? Ist das die Kamera hier von denen? Das ist so ein Überwachungsteil, glaube ich. Hallo? Ich wollte nur kurz Kippen holen hier und der Kollege will nur kurz raus. Das ist ja geil. Hier, ich habe auch Geld dabei. Ach, guck mal hier, das hatte ich meinem Freund an Flughafen gegeben. Hat er nicht dran gemacht. Oh, du Fröhliche. Frohe Weihnachten. Das ist ja geil. Hör mal, ich habe wahrscheinlich eh nicht genug Geld für Kippen. Ich habe kein Geld. 2 Euro, das mache ich jetzt noch dran. Ich dekoriere mich schön für euch, macht mal schneller. Schon Zug. So. Hallo? Hallo? Ey, die kommen gleich. Ich musste nur noch ein bisschen warten, das geht schon. So. Stille Nacht, heilige Nacht. Habt an den Fahrstuhl nicht gedacht. Ach, dann haben die alle frei. Da kommt keiner. Hast du ein Netz? Nee. Hast du hier was dran gemacht? Das hat eben alles geleuchtet hier. Ich hab da drauf gedrückt. Ich mach nochmal Erdgeschoss. Hör mal, Freunde, sag uns kurz mal eine... Nee, hier hin. Sag uns kurz mal... Guck du mal dahin, während ich spreche. Sag uns kurz mal eine Zeit, wie lange das ungefähr dauert. Ja? Ich würde ganz gerne nur kurz Zigaretten holen, dann wieder hochfahren. Dankeschön, over. Wohnst du hier? Nee, mein Freund wohnt hier. Wohnst du hier?
Ich hab mal was gebracht. Eine Pizza, oder was? Nee, was hast du denn gebracht? Ein Geschenk habe ich gebracht. Wohin denn? Musst du nicht erzählen, wenn du nicht willst. Das fragen mich auch, ja. Meine Freundin wohnt hier. Mein Freund wohnt hier, das ist ja cool. Die kennen sich bestimmt, wa? Ja. Aber, Wie heißen die? Nein, ich kenne die eh nicht wahrscheinlich. Wie heißen die? Gabi. Mein Freund heißt Nick, der wohnt in der 5. Ist ja geil, jetzt finde ich hier alles Zeug, das bei meinem Freund in, das ist nicht mein Mantel, das ist der Mantel von meinem Freund. Und ich habe nur 2 Euro, ich kann gar keine Zigaretten holen. Kannst du aufhören zu rauchen, ist ja eine gute Gelegenheit. Stimmt, das ist geil. Wenn mich dann einer fragt, warum hast du, wie hast du das geschafft? Sag ich, ich war mit so einem Typen für ein Jahr eingesperrt in so einen Fahrstuhl. Scherz, ey, wir werden hier gleich rausgeholt, das geht ja ganz schnell. Wahrscheinlich kommt mein Freund eh gleich gucken, weil er sich Sorgen macht. Hm. Mal sehen, was wir alles zum Überleben haben. Komm, wir machen mal die Taschen alle aus. Gucken alle, was wir in der Taschen haben. Taschentuch. Hausschlüssel. Der kommt ja gar nicht raus ohne meinen Hausschlüssel. Also verhungern werden wir nicht. Wir können ein paar Pastillen essen. Was zu rauchen? Du hast was zu rauchen, das ist doch geil, komm. Ja, aber so Zeug hier. Nee. Filterkippen, wenn schon, dann schon. Hier, Gitarre. Hast du eine Gitarre dabei? Gitarre? Ich nicht, nee. Der Nick spielt Gitarre. Ach, ich lass das mitten drücken. Ihr kommt schon von selber, ne? Meldet euch. Wir machen uns das hier gemütlich so lang. Wahrscheinlich ist mein Freund eh schneller als wie ihr. Was ist das? Das ist ein Geschenk. Hast du nicht abgegeben? Ist ja geil. War wohl nix dein Besuch, wa? Nee. Na, vielleicht ist es ganz gut alles so. Bist du denn drauf, Herr Mann? Das sind die heiligen Tage, jetzt wird doch gefeiert, ist doch gut alles. Tja, ich bin einer von heiligen drei Königen. Was denn? Nur mit dem Unterschied, dass meine Geschenke keiner will. Wolltest du nicht haben, das Kästchen? Nee. Wolltest du nicht haben oder hat sie vergessen, sagen wir mal so. Deswegen bin ich jetzt nochmal gekommen, um es zu bringen. Ach du Scheiße, 2. Anlauf auch nicht geklappt, wa? Nee. Wie lange seid ihr denn zusammen? Tja, vielleicht nie gewesen. Ich weiß nicht, seit 1,5 Jahren. Und Hör mal, da ist meins ja noch ganz frisch dagegen. Meins ist noch ganz frisch. Ja? Oh, ganz cool. Kannst dich freuen. Ja, mach ich auch. Wie lange bleiben wir jetzt hier drin? Was ist das jetzt? Ach, das geht schnell immer. Was haben die gesagt? In einem Moment oder was? Mhm. Oder wir werden beide hier drin sterben und weißt du, dann wird die sich freuen, dass du da das Kästchen dabei hattest. Werden sie uns hier finden, weißt du, nur die Klamotten und das Skelett. Und dann wird das Kästchen. Da war was am Husten, ne? Hast du das gehört? Vielleicht dein Freund, der raucht jetzt so viel, oder? Ja, der raucht viel. Hier, das gehört mein Nick. Mhm. Fitnessstudio. Fitnessstudio? Mhm. Okay. Bist du fit? Ich bin fit, ja. Mhm. Dr. Med D. Pickel, das ist ja geil. Der heißt doch ein Leben nicht so hier. Der Hautarzt? Da denke ich jedes Mal, wenn ich hier stehe, denke ich, das kann doch wohl nicht wahr sein. Der heißt sein Leben nicht so, ne? Doch. Ich war mal eine Zeit lang beim Zahnarzt Dr. Mund. Fand ich auch gut. Dachte, ja, das gibt's nicht. Das ist geil, oder? Merkwürdiges Weihnachtsfest, ne? Oder? Ah. Komisch. Ich fand das geil irgendwie. Also der war nicht da. Der war in Asien unterwegs, ne? Fast, ja, etwas mehr als 3 Monate. Und da habe ich alleine gefeiert, habe ich vorgefeiert, alleine so mit Familie und so. Und jetzt habe ich ihn vom Flughafen abgeholt und da haben wir uns erstmal schön gemacht. Nachgefeiert, weißt du, habe ich hier ein schönes Weihnachtsbäumchen gegeben am Flughafen. Und selber gemacht?
Nee, das habe ich nicht selber gemacht. Das ist Fimo. Ich weiß, das hat so ein Kind gemacht. Ich mache so für Kinder von der Vorschule, weißt du? Mache ich so. Sport und so. Und die basteln mir immer was zu Weihnachten. Hör mal, Alter, du ziehst mich aber ganz schön runter immer mit deiner Stimmung. Das ist so weit. Hör mal, ist so gut alles. Ist auf jeden Fall merkwürdig. Alles merkwürdig. Ist merkwürdig. Einfach merkwürdig. Warum ist das jetzt gerade so? Dass man jetzt hier stecken bleibt. Vielleicht, weil die Technik kaputt ist, weil die Technik nicht so funktioniert wie die Menschen, verstehst du? Vielleicht soll ich mal nachdenken. Vielleicht sollst du mal nachdenken, bitte. Ja, vielleicht denke ich nicht genug nach. Vielleicht ist das jetzt hier eine Gelegenheit, mal nachzudenken. Ja, dann denk mal nach. Also. Hör mal, ich helfe gerne. Vielleicht hätte ich gar nicht herkommen sollen. Wahrscheinlich hätte ich gar nicht herkommen sollen. Ja. Hier das Kästchen, ne? Warum hatte die das denn das erste Mal nicht nehmen wollen? Sie hat es vergessen. Bei dir zu Hause, oder? Ja. An Weihnachten? Genau. Und da bist du jetzt nochmal hin und wolltest... Vergisst man ja auch sowas, würde ich sagen. Kann ja mal passieren. Gibt für alles gute Gründe, ne? Sowas zu vergessen. Was hat sie denn jetzt wolltest nicht mehr haben, oder was? Nee, sie hat mich noch nicht mal reingelassen. Das ist voll der Streit. Seit Jahren das erste Mal, dass ich sowas ähnliches wie Weihnachten feiere. Und ich dachte, dass ich das mit ihr feiere und dass ich ihr einen Heiratsantrag mache. Ah, das ist ein Ring. Das ist ja das geil. Das ist ja geil, Mann. Nach anderthalb Jahren. Kann ich mal sehen? Nee, Entschuldigung. Ja, klar. Echt? Hör mal, wir machen uns das hier schön. So. Das wäre schon mal schief gegangen, wenn die ihr den präsentiert hättest, falsch rum. Das musst du auch richtig machen, hör mal, wenn schon, denn schon. Musst du richtig machen. Ich glaube, daran hat es nicht gelegen. Das ist aber ungewöhnlich, aber schön. Ja, den hat meine Großmutter getragen als junges Mädchen. Mhm. Und den hat sie mir irgendwann mal geschenkt, und weil ich habe keine Geschwister. Also auch keine Schwester oder so, also kein Mädchen, was den Ring hätte kriegen können. Und hat dann irgendwann gesagt, wenn du mal heiratest oder heiraten möchtest, dann ist das der Ring. Also mit dem du sozusagen deiner zukünftigen den Heiratsantrag machst. Dann ist das nicht die richtige, immer. Dann musst du dir das nicht so zu Herzen nehmen. Das ist ein geiler Ring, den würde ich dann irgendeiner anderen Frau schenken. Dann musst du jetzt nicht auf die Frau... Es war halt was Besonderes und ich habe den ewig aufbewahrt und ich dachte, das ist halt jetzt eine gute Gelegenheit, ne? So an Weihnachten, dass man das ein bisschen nett macht. Und dann, ich habe einen ganzen Mut zusammengenommen. Ich dachte, das ist irgendwie okay, aber wir haben uns auch immer gestritten, so vorher auch schon und so, aber ich dachte, dass man das doch letztlich damit dann vielleicht auch wieder alles ausbügelt. Nee, so kannst du eine Frau nicht kriegen, aber das kann ich dir aber mal sagen. Kannst nicht mit in den Ring kommen und denken, ah, das ist wieder gut, irgendwas wirst du auch falsch gemacht haben, immer. Also bitte, da kannst du mich jetzt echt mal fragen. Das ist gut, dass wir hier stecken geblieben sind, echt. Sie hält mich halt für einen Schwächling. Hat sie jetzt gerade oben an der Tür nochmal, also durch die Tür nochmal gesagt. Was denn? Hau ab, Schwächling, ich will dich nicht, oder? Ich glaub das alles gar nicht. Ich glaub es. Boah, die ist aber drauf, oder die Alte? Ja, wahrscheinlich hat sie Besuch gehabt oder so. Ist das geil, jetzt könnten wir mal gucken, ob der Nick die kennt, weißt du? Wie heißt die nochmal? Gabi. Fahr ich ihn nachher. Der kommt uns hier retten, pass auf, und dann klären wir das alles ab. Das ist geil. Wir sind nämlich zu zweit, ihr seid zu zweit, dann machen wir uns das noch schön. Wir hatten jetzt unser Schäferstündchen, weißt du? Na toll. Hör mal, was auch geil ist, Außensteuerung, ein aus. Mhm. Vielleicht passt mein Schlüssel und dann drehe ich hier das so ein bisschen rum, weißt du? Lass mal lieber die Finger davon. Das ist ja geil. Geht dann noch kaputt. Hallo. Hör mal, die machen vielleicht, machen die auch voll auf Feiertag, weißt du? Sind alle auf irgendwelchen Weihnachtsfeiern. Nee, sonst wäre das ja nicht angegangen. Oder auf irgendwelchen Silvester. Nee, da ist schon einer bloß nachts um, was haben wir jetzt? 2:45. Ist ja auch eine etwas unchristliche Zeit. Da fährt ja auch nicht gerade ein Mechaniker mit seinem Auto durch die Gegend. Ich muss dich wahrscheinlich echt anschnurren mit einem so einem Ding, mit einem so einem... Ich willst du das rauchen? Ich weiß es nicht. Was ist denn hier eigentlich mit dem Sauerstoff? Ersticken können wir hier nicht, wa? Das wäre ja auch was dran. Das würde passen. Ich renne da sowieso nur hinterher. Ich renne da ja nur hinterher. Mach mich da eh zum Idiot. Und die sagt, du bist ein Schwächling. Ja. So, tolle Fassade, nichts dahinter. So die Abteilung. Also meint sie.
Ich bin mit einem goldenen Löffel im Mund geboren. So Geschichten kriegt man dann zu hören. Aber am Anfang ist sie natürlich total drauf abgefahren. Ist ja klar. Ist sie reich oder hatte? Nö, reich. Reich an Armut, sag ich mal. Ich bin eigentlich Filmemacher. Ach, wie geil ist das denn? Filmemacher, was ist das? Dann machst du... Also bist du... Einen Film habe ich gemacht. Also, er ist jetzt noch nicht fertig. Von lebst du denn? Ich habe dich echt vorhin für den Pizzaboten gehalten, nur wegen der Weste und so. Und wo du gesagt hast, dass du was gebracht hast, ne? Naja. So sehen die Pizzaboten heute aus, oder was? Ja, klar. Hast du keine Pizza? Nee. Nee, ich illustriere so Sachen für eine Fernsehzeitschrift. Malen oder was? Genau. Kennst du TV Family? Kennst du die? Ja, klar. Da gibt es auch so einen Teil, so, also mehr für Kinder und so. Was machst du? Das ist doch geil, ich mache ja auch was für Kinder, das ist cool. Das ist immer, ja? Ja, klar, ich finde das wichtig. Ja, klar. Ich zeichne da so einen Strip, so. Strip? Drei Bilder immer von so einem Strip kenne ich von was anderen. Kennst du den, hast du das mal gesehen? Knuffi, der fünfbeinige Elefant? Knuffi, der fünfbeinige Elefant? Nee. Nee? Nee, nicht wirklich, habe ich nicht drauf geachtet. Nee, er liebt so Abenteuer und so, mit seinen Freunden. Habe ich jetzt auch sowieso wieder, ach, ich habe irgendwie nur Ärger an der Hacke. Im Moment habe ich nur Ärger an der Hacke. Sollte ich so eine Weihnachtsgeschichte machen jetzt? Also das waren da nicht drei, sondern sollten 6 Bilder sein. Dass dieser fünfbeinige Elefant, dass der mit seinen Freunden irgendwas erlebt und was irgendwie mit Weihnachten zu tun hat. Und ja, dann habe ich halt so eine Weihnachtsgeschichte, also nicht erfunden, die gibt es ja schon, die Weihnachtsgeschichte, aber der ist halt, hat so eine kleine Maschine gebaut und kann so in der Zeit reisen. Und der ist eben in die Zeit so zur Geburt Christi, ist der zurückgereist mit seinen Freunden. Und ist zufälligerweise kurz bevor die drei heiligen Könige gekommen sind, ist er gelandet und hat dann eben Geschenke überbracht. Und da gab es dann so ein Schlussbild, wo dann das Jesuskind gerade in der Krippe lag mit Maria und Josef. Und da waren dann halt nicht jetzt Kühe und Esel, was man so kennt oder so, sondern halt Knuffi, der fünfbeinige Elefant. Der stand dann da im Heu und die sprechende Kaffeekanne, das ist sein Freund. Und dann hat er noch So ein Verkehrshütchen. Kennst du die Verkehrshütchen? Okay. Diese mit diesen Streifen. Okay. Die hat auch so 2 Beine, 2 Arme und so. Und die drei, die machen halt so. Das ist so geil. Ja. Und die standen da halt und haben die mich irgendwie unangespitzt in den Boden gerammt da vom Verlag. Das war ihnen wahrscheinlich zu unchristlich. Weißt du, was ist denn das für ein Elefant immer? 5 Beine, ist das irgendwie das Pimmelchen oder was? Nee, der hat ein 5. Bein. Falls immer eins ausgerissen wird, dann hat er immer noch 4 und fällt nicht um. Das ist aber abgefahren, hör mal, das ist für die Kinder, kapieren die das? Ja, ne? Kinder finden sowas immer gut. Finde gut, ne? Ich hatte ja selber aber auch mal einen Elefant, also das war so meine Idee damals. Du hattest einen Elefant? Einen kleinen Elefant hatte ich damals und der hatte mal, ja, einen kleinen Elefant, als ich klein war, ne? Als Stofftier oder was? Genau. Und der hat, nicht einen echten Elefant. Wo soll ich denn einen echten Elefant unterbringen? Ja, nein, weil du gesagt hast, ich hatte mal einen Elefant, da habe ich wirklich gedacht, das ist irgendwie, von einem Zoo oder was. Nee, aber... Nee. Und das war dein Lieblingstier oder was? Genau. Und ich bin, also, sagen wir mal, mehr oder weniger bei meiner Tante groß geworden. Mhm. Und, also zum Teil zumindest. Und in der Zeit, als ich den Elefant eben noch hatte, da hatte der dann irgendwann mal ein Bein weniger. Der dreibeinige Elefant. Genau. Und da hast du gedacht, bräuchte ich ein Ersatzbein oder was? Ja, so irgendwie. Und so bin ich später dann auf die Idee gekommen, dass ich dem 5 gebe, damit er nicht in Gefahr kommt. Weil meine Tante, die hat damals den dreibeinigen Elefant irgendwann genommen und in den Ofen geschmissen, weil sie gemeint hat, der hat halt nur noch 3 Beine, damit kann man nicht mehr spielen. Was ist das denn für eine Tante immer? Aber rieche ich nach Alkohol? Naja, muss jetzt nicht so nah dran kommen, aber... Also so hätte ich es schon bemerkt. Nö. Ein Parfum. Nee, nicht Parfum. Ja doch, kann schon sein. Ich hatte mir natürlich schon ein bisschen schick gemacht, aber das ist ja alles nicht meine Klamotte. Ich habe meine Stiefel an, da ist ein Hemd von denen und das ist der Mantel von denen. Da ist schon was drunter. Naja. Was ist das denn für eine Aktion hier, ne? Keine Ahnung.
ist das denn hier? Ja, so ist das halt. Nur wer weiß, ob die das alles hören, ne? Was du hier von deinen komischen Elefanten dann erzählen bist. Tja. Oh, ich krieg Platzangst. Wie heißt du? Pille. Also ich heiße... Was? Die Pille danach, oder was? Nee. Das kenne ich, dass die Leute über den Namen lachen. Ich heiße eigentlich Konstanz, aber ich heiße hinten. So, jetzt kommt noch mal eine Stelle, wo du lachen kannst. Mm-mm. Nachname ist Pillmann. Ich habe zwei Brüder und die werden immer Pillemann genannt. Und dann habe ich gleich gesagt, pass mal auf, Leute, nennt mich lieber Pille. Das ist dein Ticket, hier ist nur eine Tasche. Das ist ja geil. Was hast du da denn? Auch ein Geschenk. Ja, aber nicht. Nicht für dich? Das weiß ich nicht, das ist ja sein Mantel. Das ist in seinem Mantel drin, in der Eile, ich habe den abgeholt, weißt du, hier hin und so weiter, schön gemacht und dann hat er das vergessen, mir das zu geben. Nee, wirklich, das ist für mich. Das ist für mich. Ich kann das doch jetzt aufmachen. Das würde ich nicht machen. Ein Geschenk muss übergeben werden. Da hast du ja Erfahrung drin, ne? Da kann ich einfach ein Geschenk aufmachen. Ich meine, das ist ein Ring von meiner Oma. Und das ist immerhin, da ist ein Rubin drin und ein paar Diamanten. Das ist ein geiler Ring, hör mal, das ist aber ein geiler Ring. Aber sie ist der Meinung, das ist ein altes Teil und der ist ja gar nicht für sie. Also sie hat auch, und was? Den habe ich halt irgendwie und ihr den so geschenkt, so nach dem Motto, na du bist ja noch nicht mal in der Lage, dir für mich was Richtiges auszudenken. Und das ist immer... Ich kann das auch verstehen, echt. Ja, aber das hat doch eine besondere Bedeutung. Weiß ich doch, aber das ist für die, weißt du warum, ich kann mich in die Lage von der versetzen. Ich finde das auch besser, wenn der Nick mir was kaufen würde, was weiß ich, ob da irgendwas für mich drin ist. Dann würde ich wollen, dass der für mich in den Laden geht, weißt du, dass der sich damit auseinandersetzt. Das mache ich doch sowieso immer. Das mache ich doch sowieso dauernd. Naja, das ist ja rund von deiner Und das ist ja jetzt was Besonderes. Ich meine, das erschließt sich ja jedem Idioten, wenn man damit einen Heiratsantrag verbindet. Was ist sie denn für eine? Was ist sie denn? Ist sie mehr so eine Stille oder was? Nee, sie ist in dieser Zeitung, in der ich da zeichne, ist sie irgendwie Redakteurin oder sowas. Und am Anfang fand sie das natürlich ganz toll. Jetzt, so jemand wie ich, zum Hintergrund, so auf den ersten Blick alles ganz besonders. Ne? Weil ich bin nicht in Deutschland aufgewachsen oder sagen wir mal, ich bin in Deutschland geboren und dann war ich eine ganze Zeit lang in Chile. In Chile, das ist ja geil. Könntest du mit Nick dich austauschen? Der ist auch immer nur an Reisen. Und dann bin ich aber ziemlich früh, da war ich 5 oder 6 oder sowas, bin ich dann wieder nach Deutschland zurückgeschickt worden, wenn man so will. Und dann habe ich ein paar Jahre bei meiner Tante gewohnt, dann war ich ziemlich lange im Internat. Die Tante mit dem Ofen, ne? Die grausame, gruselige Tante. Ich kann das ja schnell analysieren. Du hast im Grunde Angst davor, dass du... Weiß ich nicht, dass man dir was wegnimmt, ne? Du bist der Elefant. Oder nicht? Ich bin der Elefant. Du bist der Elefant. Du bist eigentlich, genau. Pass auf, du hast eigentlich. Ich bin jetzt eventuell an Scheiße anreden, weil ich echt ein bisschen. Wir haben noch was getrunken. Du kriegst das auch nicht so oft, ne? Ey. Du bist so ein guter Typ immer. Ich verstehe das gar nicht hier mit der Frau. Vielleicht zu gut? Könnte sein, oder? Ich weiß es nicht genau. Auf jeden Fall komisch. Also ich denke auch immer so um die Weihnachtszeit rum. Das ist sowieso emotional immer so ein bisschen Ausnahmezustand. Wie war das denn? Ihr habt ja zusammen, ihr zwei nur Weihnachten oder was? Und dann habt ihr euch gestritten und du bist gegangen. Nee. Was war denn? Ja, ich habe alles gemacht. Auch gekocht, was schon... Und sie ist weg ohne das Kästchen. Was auch schon was Besonderes ist, wenn ich koche. Kannst du nicht kochen, oder? Nee, ich schaffe das gerade, den Herd unfallfrei anzumachen. Und unfallfrei anzumachen. Ich habe mir dann noch so ein bisschen Ratschläge geholt. Das ist der Aschenbecher hier. Okay. Und habe dann so eine Ente gemacht. Geil, das ist so geil, da stehen da Frauen drauf. Mit Klößen und mit Rotkraut. Das ist doch geil, immer das ist. Ja, Rotkraut aus der Dose und Klöße aus dem. Kennst du diese Dinger, wo man. Ja, in den Beutel. Die man so aufreißt und dann da reinpackt und so. Tierisch die Pfoten verbrannt. Na, es war eigentlich alles sehr schön, würde ich sagen. Habt ihr euch schick gemacht, schön? Ja. Für den Heiligen Abend? Das finde ich geil, oder? Ich finde Weihnachten so geil. Ich finde das so geil alles. Wann habe ich das letzte Mal richtig Weihnachten gefeiert? Weiß ich gar nicht mehr genau. Meine Eltern, die leben nicht hier. Mhm. Die leben in Chile. Mein Vater, der war Botschafter. Das ist so geil. Ach, deswegen
die Kohle. Ja. Voll der Diplomat. Das ist doch geil, wa? Und schmeckt? Ja, ist mir jetzt auch egal. Jetzt will ich eine Zigarette rauchen. Ach, das ist ja echt der Lungenputzer. Ich rauche die Dinger da, die sind ja auch ziemlich stark. Die rauche ich nicht auf Lunge. Bist ja nur ein Paffen. Jedenfalls, da bist du aber echt ein Weichling, hör mal. Da kann ich das auch wieder verstehen, wenn sie das sagt. Du bist am Kochen, du rauchst das nicht auf Lunge. Also, ich weiß auch nicht, da bist du wahrscheinlich echt was weich. Mhm. Klar. Naja, auf jeden Fall, auf jeden Fall fand sie das dann. Ich habe dann gekocht und dann, hat natürlich nicht so lecker geschmeckt wie, was weiß ich wo. Wahrscheinlich schmeckt es überall besser als da. Warum seid ihr denn so lange? Halt seid ihr anderthalb Jahre seid ihr zusammen? Was ist denn das? Hör mal, das ist aber, wenn ihr immer nur am Meckern ist, was soll denn das? Was ziehst du denn da rein? Das ist eigentlich so meine Erfahrung so mit Frauen im Laufe der Jahre. Also die lernen mich immer erst kennen und dann fragen sie, was ich so mache und wo ich so herkomme. Ja, aber du bist so ein Film, du bist ja irgendwann bist du dann in Hollywood und so weiter, dann kommen sie wieder angerannt. Ja, mach meinen ersten Film über einen fünfbeinigen Elefant wahrscheinlich. Ach, wird das. Ach, so ein Zeichentrickfilm oder was? Nein, das habe ich jetzt nur so gesagt. Schließt. Ja. Ja. Ja, und dann hören sie das immer so und dann denken sie, oh, und adliger Name. Und bist du ein Von oder was? Wie heißt denn du? Von Kramm. Von Kramm. Und vorne? Sascha. Also Alexander eigentlich. Aber. Siehst du? Ich heiße eigentlich Konstanze, aber alle sagen Pille. Haben sie nicht so dir Krammi gesagt oder sowas? Die machen da irgendwas aus dem Nachnamen, also bei mir. Nee, weil sie aus Alexander immer Sascha gemacht haben. Naja, stimmt. Naja, Sascha von Kramm. Naja. Das klingt doch geil, Gabi von Kramm, ey. Ja, das war ja. Ich weiß gar nicht, was sie sich da entgehen lässt. Einen guten Ring, einen guten Typen, der kochen kann und so weiter. Da musst du irgendwie durch, musst du irgendwie, wenn dir das alles zu weich ist, da können wir ja drüber reden, wenn du die wirklich magst. Nee, das ist halt, ja, ich habe halt Hoffnung gehabt, dass es jetzt mal ein bisschen länger klappt als davor. Immer bin ich eigentlich verschmiert? Ich war voll geschminkt. Habe ich noch was auf den Lippen? Nee. Und vielleicht lade ich mir auch immer dieselben Frauen ans Bein. Das kann natürlich auch sein. Ja, würde ich aber auch mal sagen, ne? Vielleicht musst du da mal die was ändern. Die sich davon beeindrucken lassen. Genau, da darfst du vielleicht gar nicht erzählen. Darfst vielleicht gar nicht deinen Namen sagen, weißt du? Ich hätte dich ja jetzt auch so kennengelernt, ne? Kann ich in Zukunft sagen, ich heiße... Du heißt Müller oder was? Du kannst meinen Namen haben, Pillmann. Das ist echt, dann lachen sie erstmal. Ja. Weißt du? Pillmann und mit Vornamen heiße ich dann. Nee, Sascha ist schon gut, das kannst du sagen. Das klingt nicht nach Sascha Adel, Pillmann. Oder was? Sascha Pillmann klingt nicht nach Adel. Ne? Nee, das ist ja geil. Das klingt wirklich nicht nach Adel. Ich würde gerne von Kramm heißen, aber Konstanze von Kramm wäre doch geil. Konstanze von Kramm klingt sehr gut. Das wäre tierisch. Und dann kommt, die fahren in Tokio U-Bahn, in Miami Wasserski, die wärmen schon die Betten an für deine Figur, Cherie. Nimm das mal nicht so tragisch, mein Sohn, die anderen Frauen, die warten ja schon. Das fand ich total großartig, als ich das zum ersten Mal gehört habe. Es hatte so eine Leichtigkeit und irgendwie stimmt das auch. Zufällig war sie da und du hast sie genommen, sonst wäre das garantiert mit einer anderen so gekommen. Klasse Text. Oder? Ne? Kein klasse Text? Weiß ich jetzt nicht, was da irgendwie klasse ist. Wie habt ihr euch denn kennengelernt? Im Studio hier. Ich bin ja da am Arbeiten bei dem. Was macht der da? Dem gehört das. Aber reist um die Welt? Mit seinem Kumpel zusammen. Mit seinen Hanteln reist er um die Welt? Nee, nicht Hanteln. Er macht Kampfsport und so Zeug. Das Ding ist... Was denn für ein Kampfsport? Ach, was weiß ich, irgendwie Taekwondo und so was. Das Ding ist... Er hängt da gar nicht so drin, das ist nicht seine Welt. Ich glaube, der will eher was anderes. Ich nehme an, dass der nach Asien reist, das musst du dir reinziehen. Das ist natürlich auch, der wollte sich irgendwie finden oder so, finde ich total geil. Das war für mich natürlich blöd, wir hatten uns frisch kennengelernt. Und dann heißt es irgendwann so, und ich fahre jetzt für 3 Monate weg. Ne? Ich habe so ein Rundticket, kannst du gucken, wo der überall war. Ich habe jetzt ein Rundticket, da fliege ich hin, ist nach Bangkok, Singapur, Denpasar, Bali. Wieso nimmt er dich nicht mit? Hey, wir kennen uns noch nicht so lange. Das ist nicht wie bei euch, wie bei dir und deine Gabi da. Das ist. Da ist das überhaupt nicht so. Da wird das oder würde das wahrscheinlich auch nie so werden. Aber wieso? Nein, weil ich an Arbeiten bin. Ich muss gucken, wo ich bleibe. Also ich was macht der denn da? Das gehört dem mit seinem Kumpel. Ja, ja, ja. Aber was der macht der, was macht der, wenn der um die Welt fliegt? Was hat der da zu tun? Guckt sich um oder was? Oder was macht der da? Was macht weiß der ich da? Nicht, was der da gemacht hat. Wir haben noch nicht drüber geredet, aber der hat sich da. Weiß ich nicht, der hat da... So, wenn du seinen Mantel und sein Hemd anhast, musst du ja schon mal wissen, was er macht, wenn er weg ist. Was macht der da? Ich meine, wozu fährt einer um die Welt und fährt nach Bangkok und Singapur, Bangkok? Bali. Bali?
Der wollte auch in Kloster gehen und so. Der wollte sich das da alles mal angucken. Der wollte sich da mal von den ganzen asiatischen Leben und was weiß ich, deren Philosophie, der wollte sich auch mit Buddhismus und so weiter auseinandersetzen. Das kann ich schon, das finde ich geil. Finde ich total geil. Ich bin auch gespannt, was der mir alles erzählt und so weiter. Der hat total viele Fotos gemacht. Da wird er mir wahrscheinlich auch noch Fotos zeigen. Der macht immer so Dias und dann wird er mir das alles präsentieren. Das ist geil. Der fotografiert auch total geil. Das ist so, geht so, naja, Film ist das nicht, aber das geht so in die Richtung. Der hat ein total gutes. Das wird er alles machen. Das wird er mal, natürlich wird er das machen. Ey, wir haben uns jetzt 3 Monate nicht gesehen. Denkst du, da gucken wir irgendwie, zeigt er mir in Atlas, wo er war? Das will ich aber auch nicht. Ich war froh, dass er wieder da ist. Ich kenne ihn ja noch gar nicht so. War er denn auch froh, dass er dich wieder gesehen hat? Klar war der froh. Ja? Natürlich war der froh. Das ist, du musst doch wissen, was er da macht. Der ist da, das ist ein Rundreiseticket, der ist da rumgedacht. Hat Urlaub gemacht. Das ist eine Mischung aus Urlaub und einfach auch mal rausfinden, man kann nicht immer in Deutschland sein. Ich kann das voll verstehen. Hör mal, das ist voll der Stressjob, den der da hat. Der ist verantwortlich. Als Kampfsportler. Na, das ist natürlich, der hat so ein Studio, weißt du, wie viel, da kriegst du das nicht mit, da ist richtig was los. Musst du mal deine Gabi fragen, das ist richtig angesagt, das Studio. Da sind die echt den ganzen Tag nur damit beschäftigt, wann welche Kurse sind und so, das ist ja eine Organisationsfrage, das kann der auch richtig gut. Und ich denke mal, dass der sich gedacht hat, ist das das, was ich will im Leben, weißt du? Dass er sagt, kann ich mir das vorstellen, mein ganzes Leben irgendwie so zu verbringen und so. Der Nick ist auch voll der Philosoph. Ich kann mir das irgendwie vorstellen, dass der da... Dass der Buddhist irgendwie, oder dass der so von Buddhismus jetzt irgendwie da angesteckt ist, der ist sowieso mehr so ein ruhiger Typ, der setzt sich auch mit den Philosophien und so total auseinander, das ist geil, echt. Das finde ich total gut. Und so trotzdem weißt du nicht, was er da gemacht hat. Mich interessiert das nicht, was der da was der da morgens, mittags, abends macht, das ist sein Ding und ich respektiere das auch. Ich mache ja auch mein Ding, ich habe da auch mein Privatleben, wo ich was mache, womit der nichts zu tun hat. Das ist ganz wichtig, dass er den anderen auch da seinen Freiraum leben lässt. Mhm. Das finde ich total wichtig. Ich finde das gut, dass du gekocht hast da und dass du mit der Perle da irgendwie das Weihnachtsfest leben wolltest und mit den Ringen und so, das ist alles gut. Nur ich denke mir, du musst auch den anderen immer machen lassen, weißt du? Das ist geil, das wollte er mir bestimmt geben. Ist bestimmt für mich. Also, wenn ich dich so reden höre, dann, interpretierst du immer ganz viel, was er wahrscheinlich machen wird und was er wahrscheinlich vorhatte und dass dies oder jenes wahrscheinlich so oder so gemeint ist. Aber wenn man dich direkt danach fragt, dann weißt du eigentlich ziemlich wenig. Und dann, ich will dir jetzt nicht zu nahe treten, aber ich habe so das Gefühl, dass du dir das dann auch so ein bisschen schön redest. Und sagst ja, und man respektiert nur, weil du sich gegenseitig. Ey, das kannst du nicht machen, nur weil das gerade in die Brüche gegangen ist da mit deiner Perle, kannst du nicht jetzt irgendwie denken, das ist bei mir auch schwierig. Nein, ich finde es nur merkwürdig, ich würde es wahrscheinlich völlig anders machen. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass ich mit jemandem zusammen bin und weiß ich nicht, wie lange war der jetzt weg? 3 Monate, wir kennen uns seit dem 12. September, das weiß ich genau, weil 11. September natürlich wegen Jahr davor eine Krise und so. Ich habe auch 2 Kinder... die amerikanische Eltern haben und da war bei mir in Kurs, war natürlich auch schlechte Stimmung, 11. September so. Und da war 12. September, ein Tag danach, das war ein Donnerstag, Donnerstag habe ich schwimmen und da bin ich dann später hoch ins Studio und habe meine Pläne geholt und da habe ich das erste Mal den richtig wahrgenommen, weißt du, und da haben wir das erste Mal auch geredet und so weiter. Und das ist nicht lang, guck mal, und dann hatten wir noch eine kurze Zeit und dann ist der auch schon weg. Na, Asien, das ist ganz frisch. Ich kann den nicht. Ich klammer den nur jetzt nicht. Ich muss den erstmal. Ist das klammern? Na, da ist schon alles in Ordnung. Ich mache mir da nicht so einen Kopf. Na, vielleicht sollte ich mir da eine Scheibe von abschneiden, dass man vielleicht ein bisschen weniger von mir erfährt. Hallo? Hallo? Da jemand im Aufzug? Ja! Zwei Leute! Ich bin Techniker, ich bin im Maschinenraum und melde mich. Okay. Danke! Wie lange dauert das denn noch? Ja, schauen wir mal. Sehr witzig. Meld mich so halbe Stunde. Halbe Stunde, oh. Ist der jetzt so? Bleibst du jetzt stehen oder was? Ja, so lange kann ich gar nicht sitzen. Ich muss nur zwischendurch mal was stehen hier, um das Blut wieder in die Beine lassen. Kannst ruhig sitzen bleiben. Bist du nicht so sportlich, wa? Doch, aber nachts um. Ich kann mit dir auch gerne Gymnastik machen. Ich kann. Ja, das mache ich natürlich auch. Hier drin Gymnastik. Oder was? Ich kann das auf dem kleinsten Raum machen, so Stretching und all das Zeug. Was ich mit den Kindern jetzt mache, ist dieses. Wir üben manchmal so Choreografien ein. Das ist total geil. Kennst du das?
Wie alt bist du? 32. Warum? Nur so. Ich mach das auf. Hör mal, das ist doch geil, immer. Ich bin hier eingesperrt in den Fahrstuhl. Und das ist für mich. Das ist ja nicht für wen anders. Das ist für mich. Und bitte, da irgendwie, das ist natürlich, das ist ja hier kein Schmuckband. Das ist ja mehr eine Kordel. Ich dachte, das für wen anders ist ja mal. Kann schon passieren. Warte doch einfach, ob es dir schenkt oder nicht. Dann weißt du Bescheid. Das ist ja gelogen. Das ist ja gelogen. Ist das ja dein Prinz, der alles nur macht, weil er dich so toll findet. Das musst du gar nicht so gehässig sagen. Ich sag das nicht gehässig. Ich sag das überhaupt nicht gehässig. Ja, ich finde es ja auch gut. Ich finde es auch gut, wenn man träumt, den anderen liebt und sich nur das Beste von ihm vorstellen kann. Du hast ja schon recht. Also so richtig viel weiß ich natürlich nicht von dem. Ne? Mhm. Aber ich weiß wohl, dass der für dich nur das Beste wünscht. Nee, das ist ihm schon ernst mit mir. Also ich merke das ja. Ich Wo dran? Woran merkst du das? Nee, ich habe ihn ja abgeholt. Ja, toll. Woran merkst du, dass es ihm ernst ist mit dir? Dass er wiederkommt und dass er erstmal bei mir sein will. Der hat natürlich auch nicht Familie hier, vielleicht ist. Nein, das ist klar, das ist doch klar. Ich habe den abgeholt und jetzt. Das machst du nicht mit irgendwen, das ist schon gut. Der hat sich gefreut, mich wiederzusehen. Natürlich. 3 Monate sind ja auch eine lange Zeit. Wie lang war deine längste Beziehung? Hör mal, was du wissen willst. Oh. Dein erster Mann? 32, was bist du denn, hör mal? Nee. Vorher? Ach, da war immer mal was. Ich bin aber ziemlich selbstständig so in den Sachen, die ich mache. Ich habe zum Beispiel beim Sportstürmer habe ich eigentlich so durchgezogen, da habe ich gar nicht viel irgendwie mit Typen gehabt. Ich wollte das schnell machen. Das habe ich auch schnell gemacht. Ich dachte früher echt, ich werde Schwimmerin, aber das hat nicht so geklappt. Was hast du denn, was hast du von der Schule oder wie? Wie wird schon in die Uni? Sport studiert. Abitur? Natürlich. Ich weiß auch gar nicht, ob ich mal heiraten will. Das ist gar nicht so mein Ding, ne? Und ich denke auch nie an eigene Kinder, ne? Ich könnte mir gar nicht vorstellen, eigene Kinder zu haben. Ich finde das immer ganz gut, dass die da mir gegeben werden für eine Dreiviertelstunde, für einen Schwimmunterricht oder weiß ich nicht. Wenn wir tanzen machen oben, das ist geil, die kommen. Und dann sind das meine Kinder, ne? Für eine Stunde oder so. Und dann ist das. Montag ist der stressigste Tag, ne? Da habe ich 5 Gruppen. Da hast du jedes Mal echt Halligalli, ne? Das ist echt Wahnsinn. Und dann gehen die aber auch wieder, weißt du, dann kommen die Eltern und sind mir dankbar, dass ich die mal für eine Stunde hatte. Da kann ich mir schon vorstellen, wie das ist mit dem Kind, ne? Wenn du für eine Stunde dankbar bist, wie du mal das Kind nicht hast. Was hast du denn mal vor in deinem Leben, wenn du sagst, du willst keine Kinder haben? So denke ich gar nicht. Ich denke gar nicht. Ja, das merke ich schon. Was hab ich vor? Das ist schon geil, wie das ist. Ich bin mein eigener Boss, ne? Ich hab meinen Job, ne? Kommt mir immer so vor, als wenn du dich nicht festlegen willst. So hört sich das alles an. Es ist alles so irgendwie, alles so, also ich will nicht sagen unverbindlich, aber so, dass man überall raus kann. Das ist eigentlich, es wird auch vorhin, was du von deinem Freund erzählt hast und so, dass der halt 3 Monate lang weg ist und du im Grunde genommen gar nicht genau weißt, was der macht. Der ist am anderen Ende der Welt. Du weißt überhaupt nicht, warum der da hinfährt und dann fährt er da mit einem Kumpel hin und so. Na gut. Kann nee, der ist sagen, alleine gefahren, der ist nicht mit einem Kumpel. Achso, du bist falsch verstanden. Dann fragt man sich, was wieso? Also, hältst du das alles irgendwie vom Leibe und redest, also, sorry, aber. Hört sich so an, als wenn du dir das alles schön redest und irgendwie sagst, der ist riesig und ich finde das toll, dass man sich
gegenseitig toleriert und dass man die Freiräume lässt und so. Weißt du, man kann das halt alles auch irgendwie anders sehen. Also wenn man einfach ein verbindliches Interesse hat an einem anderen Menschen, dann sind solche Sachen einfach notwendig, dass man weiß, was der andere tut und warum er das tut und dass man im Geiste mit dabei ist. So hört sich das an, als wenn du einfach nicht dabei bist. Ich bin dabei. Und als ich dich gefragt habe, ob er sich gefreut hat, als er wiederkam, dich zu sehen, hast du aber ziemlich lange nachgedacht. Hast du doch. Hast du. Lässt sich alles erklären. Man muss auch dann nicht, man muss dann auch sagen können, okay, also ich will mich nicht so sehr binden, dass ich irgendwen unter Druck setze. Weißt du? Prima, sagst du genau das, was ich ungefähr vor, weiß ich nicht, ein paar Minuten gesagt habe. Genau das, dass du dich halt nie festlegst. Es ist immer alles prima und alles locker und es ist alles ohne Probleme, alles ganz, wir wollen uns nicht einengen, alles prima. Man lässt die Dinge halt einfach nicht wirklich an sich ran, da wo es anfängt, wirklich verbindlich zu werden. Und ich weiß nicht, woher das kommt, dass Menschen halt grundsätzlich einfach Angst haben, sich einzulassen, weil sie eben Angst haben, dass sie in ihrer Hingabe und in ihrer Liebe eben doch enttäuscht werden, so ganz tief in sich drin irgendwo. Hör mal, ich kann mich gar nicht so einlassen auf all das, was du hier erzählst. Das ist mir echt so abgefahren, was du hier drauf bist, ja. Echt? Na, ich weiß nicht, du machst dir so einen Stress, das Leben ist so geil, das ist doch alles wunderbar. Vielleicht habe ich irgendwas an mir, was das immer anzieht, weil ich bin... Du musst mal eine andere Brille aufziehen, das ist natürlich auch so was eine... Was ist denn damit? Das kenne ich von einem Mainzelmännchen, was ist das denn für eine Deckbrille? Das musst du echt... Das geht nicht, du musst ja was... Nee, nimm weg. Setz mal auf. Nee, was soll ich denn mit der Brille? Ja, mal, dann kann ich mal gucken, wie ein Mainzelmännchen aussieht. Gibt es auch weibliche Mainzelmännchen? Ach, die ist mir viel zu groß, so wird das aussehen. Maggie May, kennst du Maggie May noch? Nee. Aus den 70er Jahren, die hatte mal einen Hit. My Boy Lollipop auf Deutsch. Was bist denn du für ein Musikarchiv, du bist ja voll naja, der DJ. Auch. So eine Brille sagt auch schon, ich bin was Besseres, da musst du echt aufpassen. Du spinnst doch völlig. Natürlich, guck dir das doch mal an, das ist so, hallo, ich bin schlau, oder was? Was, so eine Brille sagt, hallo, ich bin schlau? Finde ich schon. Ich habe das, als ich dich hier gesehen habe in der Fahrschule, habe ich gedacht, was ist denn das für eine? Und so ein Hemd heißt, hallo, ich bin doof, oder das was? Das ist das Hemd von Nick, hör mal. Ich wollte hier nicht wirklich nackig reinsteigen. Meistens ist es so, dass mich die Frauen anziehen. Also, Gabi hat halt dafür gesorgt, dass ich so rumlaufe. Die hat das gesagt, hat du so, wie warst denn du vorher? Ja, ich habe eigentlich mehr so gern so ein bisschen schicke Sachen an. Anzug, wa? Ja, ab und zu. Also jetzt nicht übertrieben, also jeden Tag mit Schlips und Kragen oder so. Wenn ich zeichne, geht das sowieso nicht. Also dann sitze ich halt immer oder habe halt irgendwas Legeres an, aber so generell jetzt, also das ist ja sehr, ja, sehr tough. Sie meinte immer, ich müsste so tough aussehen. Ja, das ist nicht tough da mit dem halben Weil ihre Eltern, sind, sind aus Blankenese in Hamburg. Weiß nicht, ob dir das was sagt. Also Blankenese jetzt. Blankenese kenne ich. Danke. Wie heißt das denn? Wie? Nein, Blankenese ist ein Stadtteil von Hamburg, wo sehr feine Leute leben und die haben dann irgendwie ihre schicken Mokassinschüchen und ihre Versace-Jeans und dann, weiß ich nicht, darüber, dann ganz tollen Yves Saint Laurent-Pullover und schicke Haarschnitte und dann so, ich weiß gar nicht, wer die herstellt, das sind dann so Jacken, die gehen dann so bis hier, die sind dann so im Kreuzstich, sind die dann so, in dunkelblau gibt es die dann, so ein bisschen so halb wattiert und die gibt es auch in grün und oben haben sie dann so einen Feinkord so im Kragen und so laufen die dann halt so alle rum. Diese Leute, siehst du schon von fünf Meilen gegen Wind, siehst du schon, die kommen aus Blankenese. Und da, als wir uns kennengelernt haben und, na, wie gesagt, nicht von Kram und irgendwie der ganze Hintergrund so, nicht, da war ich natürlich überhaupt nicht standesgemäß angezogen. Also ihrer Meinung nach. Und sag mal, wie sollte ich mich denn anziehen? Hör mal, das geht mir alles etwas zu weit. Ich weiß das auch nicht. Wieso denn? Sag doch mal, ja, du hast damit angefangen. Du hast gesagt, ich gucke dir mal deine Klamotten an und bla. Du kannst dann nicht einfach jemandem sagen, was er alles nicht machen soll. Und wenn man fragt, wie er es machen sollte, dann sagst du, es geht dir zu weit. Ich sag dir das. Was ist denn für ein Quatsch? Ich finde, du siehst ja mehr aus wie so einer von einem Mayday oder von einem Straßenbauamt. Weißt du, auf der Straße? Nee. Die haben auch orange. Weißt du, was die gekostet hat? Das interessiert mich nicht. Mein Vater hat sowas auch an. Und der ist von einem Abrissunternehmen. Ich weiß, was der anhat. Sowas hat er bestimmt nicht gern. Ja, der hat auch so eine, die leuchtet halt in der Nacht. So eine. Ja, das würde uns auch passen, wenn wir leuchten in der Nacht. Ja. Wie du das sagst, weißt du, wie viel die gekostet hat? Das interessiert mich gar nicht. Okay, war verkehrt. Was die kostet? Leid. Ja, ist gut. Tut mir leid. Es war etwas übertrieben. Die Menschen haben einfach keinen Stil mehr. Tut mir leid.
Vielleicht ist das auch altmodisch, vielleicht habe ich da auch was mitbekommen. Musst du doch nicht da so ein Riesending draus machen. Ich mache kein Riesending draus. Ich will einfach nur wissen, ob das für mich ist. Das, ja, nur mir fällt das eben auch auf, dass die Leute keinen Stil mehr haben. Frauen lassen sich keine Komplimente mehr machen. Es wird grundsätzlich immer falsch verstanden, vielleicht weil man befangen ist oder denkt, was ist das denn für eine abgefuckte Form, sich anzunähern oder sowas. Ich finde solche Sachen eben gut. Ich finde gut, Komplimente zu machen und ich finde es gut. Ich finde das auch gut. Kannst mir ruhig ein Kompliment machen. Mach doch. Über die Klamotten. Das sind nicht meine Klamotten. Weißt du, was wir machen? Du hast schöne Augen. Das ist lieb, danke. Warum? Was ist denn schön an denen? Das ist ein schön an denen. Das musst du jetzt auch sagen. Das geht nicht, dass du nur sagst, schöne Augen, Paris, auf den auf Wiedersehen, mir wird nicht gesagt oder was. Musst schon dazu was sagen. Die Augen sind schön, weil. Das ist wichtig bei einer Frau. Das musst du schon dazu sagen. Sonst kannst du das auch gleich lassen. Weil sie Vortrag so beendet, oder? Hör mal, das tut mir echt leid. Wir hätten uns an einem anderen Tag unter anderen Umständen kennenlernen sollen. Ja, das wäre nur an einem anderen Tag unter anderen Umständen nie passiert. Das ist auch richtig. Also da wärst du ja nun garantiert an mir vorbeigegangen. Hör mal, das ist doch gleich nochmal eine neue Geschichte für deinen Pimmelelefanten da, weißt du? Fünftes Bein, weißt du? Da musst du gleich eine neue Geschichte schreiben, wie der im Fahrstuhl stecken bleibt und mit irgendwas anderem und Es gab mal einen Elefant, der in Wuppertal aus der Bahn gefallen ist, aus der Schwebebahn. Natürlich, weiß ich doch. Ja, da kann ich ja dann anknüpfen. Das kannst du machen, hör mal, ja. Das ist ja geil. Diesmal, der Elefant bleibt in einem Aufzug stecken. Finde ich geil. Weil sie leuchten. Hör mal, weißt du, was wir machen? Weil sie leuchten. Das ist so süß, danke. Weil meine Augen leuchten. Ja. Das finde ich geil, das hat mir noch keiner gesagt. Vielleicht bin ich einfach was positiver als wie du, weißt du? Dass ich wirklich eine leichte Seite habe, die finde ich gar nicht so schlimm. Das ist ja nicht automatisch oberflächlich oder so, das ist ja nicht so. Nein, das meine ich damit auch nicht. Aber ich glaube wirklich, das hat damit zu tun, dass die meisten Menschen einsam sind und jeder hat so seine Methoden, damit zurechtzukommen. Es gibt Leute, denen siehst du das halt an, die haben nie gelernt, sich irgendetwas zurechtzulegen, um das zu übertünchen. Wie auch immer, den dicken Max markieren oder eine Welle angeben oder immer ganz auf heiter Leute, die so eine chronisch gute Laune haben. Das habe ich nicht immer. Ich habe auch total. Das meine ich auch gar nicht. Ich habe auch total schlimme Stunden, wo ich denke, ach, was will ich eigentlich und so. Das ist jetzt mit dem Nick, das ist wunderbar. Das kann ich dir sagen, das ist alles wunderbar. Aber als er weg war, die 3 Monate, da habe ich auch zwischendurch gedacht, Mensch, jetzt ist er wer. Aber und die Postkarten, die er mir geschickt hat, das war alles immer schön und so weiter. Aber unverbindlich. Oder? Das musst du nicht immer so negativ sehen. Ich sehe das nicht negativ. Weißt du, aber das waren immer Sonnenuntergänge und da stand dann irgendwie dabei, stand nicht viel dabei. Ja, stand nicht viel dabei. Das ist genau das, was ich dir vorhin gesagt habe. Und was soll er mir denn auch schreiben? Ich habe heute 3 Tage auf dem Berg gesessen oder ich habe meditiert oder ich war bei irgendeinem Lehrer und habe da einen Kurs belegt und habe nochmal mich weitergebildet in Taekwondo oder was. Was soll er mir da schreiben? Nee, aber ich hätte liebe mir schon Urlaubsgröße sendet dir dein Nick. Ja. Sowas, ja? So? Ja. Hm. Dann sage ich dir was ganz ehrlich. Ich hätte mir gewünscht, dass auf den Postkarten steht, 3 Worte hätte ich mir gewünscht. Ich vermisse dich. Da stand nicht drauf. Konntest du ihm dann zurückschreiben? Nein. Der war ja unterwegs. Was hätte ich da schreiben sollen? Nicolas Wagner, Singapur. Weißt du, was ich glaube, warum deine Augen so leuchten? Der Techniker hat Schnupfen. Gute Besserung! Das ist ja auch scheiße an meiner. Warum leuchten die so? Ja, weil du dich so freust. Du kannst dich halt freuen. Ich freue mich auch, dass der wieder da ist. Natürlich kommt er nicht all das zurück, was ich mir wünsche. Das meine ich eigentlich nicht, glaube ich. Meinst du? Ja, das war auch die ganze Zeit so, uns zu unterhalten haben. Ich habe mir immer überlegt, warum sind Leute, warum ist man unbekümmert?
Du hast was Unbekümmertes und das kann man natürlich jetzt auch wieder, so wie ich, der immer dann nach 5 Minuten sein Gehirn einschaltet und immer ganz furchtbar analysiert. Und ich muss mal Beine strecken. Ganz schlau ist. Da musst du was vorgehen. Kannst dich wieder anlehnen. Wie sehe ich denn da aus? Das ist ein bisschen unbequem. Naja, egal. Ja, du bist halt unbekümmert. Vielleicht ist das die gute Seite von gedankenlos zu sein. Unbekümmert zu sein. Und das strahlst du natürlich aus. Das hat ja auch was Entwaffnendes. Ich denke immer, ich muss alles kontrollieren und ich muss alles überwachen. Und dann habe ich auch die Möglichkeiten zu verhindern, dass mir was Schlimmes passiert. Aber in Wahrheit passiert mir andauernd was Schlimmes. Und ich weiß es nicht. Ich meine, du hast ja nun auch noch nicht so eine lange Beziehung gehabt oder sowas, aber wahrscheinlich aus anderen Gründen als ich. Auf jeden Fall wollte ich dir nur sagen, dass deine Augen leuchten. Das hat mir noch keiner gesagt. Nee? Warum nicht? Weiß ich. Vielleicht strahle ich aus, dass ich das nicht hören will. Asche. Asche auf dein Haupt. Willst du das nicht hören? Ich glaube, dass dich das ein bisschen befangen macht. Nein, das nicht, aber... Könnte das sein? Das hatten wir ja schon mit dem Kompliment, ne? Das gehört vielleicht auch zur, weiß ich nicht, war ja nicht alles schlecht früher. Da waren die Leute wenigstens so erzogen, dass Männer Komplimente zu machen hatten und die Damen haben sich das einfach gerne angehört. Das hat sogar gegen die Etikette verstoßen, wie man so gesagt hat, wenn man es nicht konnte. Aber ich denke mal, dass das eigentlich wirklich darauf zurückführt, dass wenn man es nicht wirklich aus freien Stücken an Herzensbildung hat oder kann, etwas Nettes zu sagen, dann hat man das halt früher gelernt, dass es zu sein hatte, wie gute Manieren. Und vielleicht hat man über das Erlernte und das Praktizieren hat man es dann automatisch immer gemacht. Ich weiß nicht, es ist gerade ziemlich dünn Quark, den ich da erzähle. Nein, ich finde das total geil, weil ich noch nie so lange mit einem, ich war auch noch nie eingesperrt in einen Fahrstuhl mit einem, aber ich habe noch nie so viel am Stück mit einem erzählt, glaube ich. War nicht mit einem Mann. Naja. Wie wir hier sitzen, ne? Ist ja Wahnsinn. Wunderbare Begegnung, oder? Mhm. Was ist das? Jetzt ruppelt er gleich. Da passiert was. Die andere Hand, ich stehe auf dem anderen. Ja? Wir fahren gleich wieder. Achtung! Ja, okay. Schade. Und jetzt? Ich weiß es nicht. Jedenfalls nimmst du mich ernst. Vielleicht, weil du das am Anfang genau überhaupt nicht vorhattest. Und weil du das alles ganz furchtbar findest, was ich anhab und dich das alles gar nicht interessiert. Was denkst du denn von mir? Das ist gar nicht so. Ich weiß nicht, was ich denke. Im Moment denke ich gar nicht mehr so viel. Komisch, oder? Ich hab voll das Herzrasen. Herzrasen? Das ist ja Wahnsinn. Pass schon auf.